So, wieder zurück. Also, wir haben uns ein bisschen mit Gregtech beschäftigen müssen, weil. Nicht Weiler, sondern Was so Weil. schön ist. Ja, es ist so schön und so wundervoll und so. Ja. Er hat uns mit der letzten Version, die er jetzt rausgebracht hat, die jetzt auch in dem aktuellsten Modpack drin stecken dürfte. Und zwar mit der Version 407R. Ganz viele spaßige Sachen mit eingebaut und gleichzeitig noch mit der 407P und 407Q quasi alle Items, die wir so produzieren, umgebaut. Das heißt, wir müssen quasi oben unser komplettes AI-Netzwerk einmal putzen, durchunifizieren und wir müssen ganz viele Rezepte hier nochmal durchprügeln und durchgucken, ob die alle stimmen. Butz hat jetzt da oben schon mal ein paar Plasma-Generatoren, die wir dann doch noch rausgekriegt haben, draufgesteckt. Wichtig, Plasma-Generatoren produzieren 2048 EU. Wir kontrollieren das nochmal. Wo Plasma. bist du? Da hinten, hier ist dein. Genau. Ja, ich gucke einfach das Genau. Set. Max EU per Tick. Ne, pro Paket 2048. Und natürlich der HV-Transformer kann an der Primärseite und an der Hochvoltseite 2048, 512 an der Ausgangsseite. Achso, ja, So. hier einer von diesen 24er Wänden. Hier sind ja 48. Wir hatten hier pro Zentrifuge 5 EU pro Tick. Davon haben wir 48. Einen so einem Dingens sind wir bei 240 EU pro Tick. Gingen wir also mit einem Transformer 512 abgedeckt. Sollte. Wir werden gleich sehen, ob das stimmt. Genau. So, hier hinten aber bei den Electrolysern. Da hinten meinst du? Okay. Da wird es nicht ganz reichen. Nee, und zwar muss ich die alle auf 2048 upgraden. Das heißt, mit den normalen Transformator-Upgrade reicht es nicht. Da müssten wir die HV-Transformatoren da nehmen. Und da, gerade mal gucken, wie viel das sind. Weiß ich. 30 € pro Tick. Und 30 mal 8 mal 240, 30, genau. da weiß ich nicht, was ich ausgerechnet habe. 40, keine Ahnung. Moment, das ist ja totaler Quatsch. Nochmal, wir haben 48 mit 30. Genau. Also, okay. Wir brauchten ja auch doch nur ein Plasma-Ding. Egal, wir haben jetzt mehr. Irgendwo brauchen wir die bestimmt. Wir müssen ja auch irgendwo mal das Plasma verbraten, um dann Energie daraus zu gewinnen, ne? Weil das hier ist ja quasi, naja, Energiegewinnung. Naja, lässt sich drüber streiten. Ich bewerf dich mal mit dem Kabel. Oh, daneben? Nein, du hast es. Bei denen werden auch alle über direkt einen Plasma-Generator betrieben. Output nach unten. Unten, Ja. genau. Jetzt müssen So, wir. die kriegen jetzt hier alle mit 2048, sollen die mal abkönnen. Und Jo. die anderen drei mit 512. Wenn wir die Gut. Generatoren mal anschließen, gucken, ob Warte, was warte. explodiert. Wenn ja, dann haben wir einen vergessen. Soll man einfach mal nur mal ein paar Zellen befüllen und die dann hier reinstecken, bevor wir hier AI-Verkabelung machen und uns das Zeug so um die Ohren fliegt? Ja, wenn du hast Zellen. Ja, ich kann welche holen, das ist ja kein Problem. Muss hier bloß ein paar Stockwerke nach Seid ihr oben. immer noch nicht wireless da? Nein, warum denn auch? Wir haben doch Beine. Euland. Genau. Wireless. Gottes Willen. Reichen uns 64 Euland. gefüllte? Ich denke schon, 64 gefüllte. Nitro Fuel, Liquid, da haben wir's. So, befüllen wir doch mal die 64. So. Gut. Baker Neuland. Ja, Wireless, das ist immer so ein Ding. Das,
Ja. Wir haben Stahlbetondecken hier, da geht das sowieso nicht durch. Hexenwerk, Genau. ne? Da haben wir es doch wieder. Wie das Internet. Ne? Setzt sich Genau. bestimmt nicht durch, dieses Hexenwerk. Nee. Soll ich mal einfach mal 8 Stück reintun oder nur eine? Ist egal. Liegt bei Okay. einer oder bei 80 Luft, ist Gut. egal. Also, 8 Stück sind drin. Liegt nicht in die Luft. Steht noch alles. Sehr gut. Nächste Reihe. Ja. Einverstanden? Gut. Gut. Scheint auch zu funktionieren. So, nächste Reihe. Nochmal 8 Stück. Na komm. 8 Stück. Rein. Haben wir auch nichts vergessen. Ja, verdammt nochmal. Wir haben alles richtig gebaut. Kann ja gar Wir nicht sind anders. gut. Langweilig. Es stehen noch alle Maschinen. Okay. Hervorragend. So, So, jetzt haben jetzt wir habe ich mal natürlich noch die 4 für den Dings vergessen. die 4 für den Dings. Für Dings das ist. Hydrogen. Ah, die können wir hier in die Mitte stellen. Als kleines Extratürmchen. Ja, die passen aber auch nicht so ganz hundertprozentig da. Naja, doch, 4 in Reihe hätte ich gesagt. Dann hätten sie vielleicht auch ein Bild gemacht. Ja. Stellen wir die einfach nach hier. Okay, jetzt kommst du aber mit dem ME-Kabel ein bisschen in die Quere. Warum? Na gut, wirst schon wissen, was Das du kriegen wir tust, ne? schon hin. Gut. Jetzt muss ich aber gucken, wie viel EU die brauchen. Weiß ich nämlich auch nicht. Die drücken da. Auch 30. 30. 30 sind von. Öfter reichen die normalen. Okay, Schwein gehabt. Du kannst schon mal an einer Seite ein Käbelchen machen. Stromkäbelchen. An eine Seite, also links oder rechts quasi. Ich habe aber nur ein Oder Kabel einstecken. dahinter. Die Kabel hast du alle einstecken, glaube ich. Ich hab 5. Bei mir hakelt es gerade. Gut, dann schaue ich nochmal nach Kabel. Haben wir noch ein paar da? So. Welche Seite hättest du denn gerne? Darfst du dir ganz frei aussuchen? Die gefällt ja wahrscheinlich wieder nicht, ist mir schon klar, ne? So. Weißt du was? Ja, ich baue sie wieder ab. War mir klar, dass dir das nicht Nee, gefällt. das müsste, machst du nach vorne dran. Nein, war beschissen. Doch, mach's nach vorne. Vorne. Okay. Wie Sie wünschen, dann bauen wir halt da vorne ein paar Kälbische hin. So Jetzt besser? brauche ich auch noch einen Transformator. Ich habe es nicht gesehen, aber bestimmt. Transformator. Hm. Lässt sich darüber streiten, also ich hätte sie anders hingestellt. Muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Eins nach vorne oder was meinst Nee, du? nee, ich hätte. Warte mal, darf ich da mal umbauen? Weil Ausnahmsweise. dann passt das nämlich besser zu deiner Reihenbildung, sag ich mal. So, mein kurzes Inventar. So. Und dann hätte ich die nämlich mal richtig zählen. 1, 2, 3, 4. Und dann stehen die genau schön mittig, passend, symmetrisch zu allem, was da drumherum ist. Also nicht pupetrisch. Nein, nicht papiertisch. Wir sind ja nicht bei Grunk. Er, dessen Namen wir nicht in einem Let's Naja. Play nennen. Ach komm. Der Mann hat das Let's Play doch eigentlich erst richtig groß gemacht. Meine Zumindest in Deutschland. Aussage. Und er hat seinen eigenen Stil und er macht mittlerweile ein Geschäft draus. Ist doch okay. Soll er doch damit leben. Und es gibt genügend Leute, Naja, denen es schauen gefällt. wir mal. So richtig gefallen tut es mir nicht. Wir können natürlich auch 4 Plasmageneratoren draufsetzen und die Maschinen entsprechend auf 2048 hochjubeln. Wenn dir das besser gefällt. Dann wäre das auch wieder symmetrisch. Oder zweimal? Ja. Plasma? Da kannst du auch. Ja. Gut. Wieder Okay, nichts in die fliegt Luft auch nicht in die geflogen. Luft. Okay. Mensch, sind wir gut. Ja, Ja, um die und? Dinger jetzt hier mit Material zu Geladen. versorgen, brauchen wir irgendwas. Ja.
Und zwar nehmen wir dafür Router, weil die versorgen alle anliegenden Inventare mit Zeug. Ja. Wir können ja mal oben gucken gehen, da haben wir die schon in Benutzung. Stimmt, du hattest sie oben schon in Benutzung. Halt, steht neben. No. Kriege ich jetzt den Punkt noch? Da. So. Darfst du. Hier haben wir es. So, und zwar die Router da oben. Wenn man da steht ja oben Item Router, Name, dann kann man die auf Insert oder Export setzen. Und darunter Top Side kann man halt auch die Seiten wechseln, von welcher Seite man da befüllen will. Und der Router geht, wenn man zum Beispiel auf diese zwei Minusstriche klickst, und steht da irgendwo Thermalzentrifugi. Jetzt hast du umgestellt. Ja, weil das vertippt hat. Da kann man einstellen, welche Maschinen der durchlaufen lassen will. Und so, jetzt stimmt's wieder. Das Problem dabei, oder man kann, also das ist so ein Maschinen-Upgrade, was da drin ist. Und dann kann man ihm sagen, er soll nur alle, in dem Fall Thermalzentrifugen, durchgehen, die daran angeschlossen sind. Und er geht halt wirklich alle Inventare durch, die er in Reihe findet. Also der geht ja alle 6 Thermalzentrifugen. Einzige Problem, was hierbei auftritt, wenn man genau hinguckt, zwischen Thermal und Zentrifuge sind 2 Leerzeichen. Und da erkennt er die nicht als als Zentrifugen. Okay. Wenn du dir den Item Router daneben anguckst, da steht das Thermalzentrifuge aneinander. Das war nämlich das Problem, was ich dabei hatte, wenn da 2 Leerzeichen sind, erkennt das nicht. Bei einem weiß ich nicht. Bei keinem auch. Also irgendwie geht er dann nach dem Namen. Okay. Keine Ahnung. Warum? Auf jeden Fall kann man da auch reinschreiben, was man will. Aber kann sie ja mal reinklicken und dann irgendwas reinschreiben. Ja, du musst da halt einmal reinklicken, dann geht er weiter und dann kannst du einfach reinschreiben. Genau. So, jetzt haben wir es ohne Leerzeichen in der linken. Ja, und ich weiß nicht warum, wie der da genau die Sachen erkennt, aber er hat. Zumindest war es jetzt was falsch eingestellt. Ja, aber hallo? Ich habe es natürlich eingestellt gehabt. Geht dann nicht drin. Ach, der Blattzirkel ist hier noch. Genau. Hallo? Egal. Der Mann mit der Brille. Müssen wir verballen. So, komm mal nach hier zu mir. Ich komme mal zu dir nach hier. Jo, ich gucke. Router ist schon drin, das Rezept, aber ich klatsch das Rezept nochmal. Oh, wir haben kein Ender-Ei. Moment. Da Ei auf Ender brauchen wir noch welche. So, das ist das Rezept für den Router. Das geht ja da eigentlich brauchen wir. Mit ja, Ausnahme bis auf das Dark Iron. Das findet man nämlich nur in der Overworld. In Mistcraft Age und im... Wie heißt das Dingens im Untergrund? Deep Dark. Deep Dark, genau so heißt es. Findet man das Zeug nicht. In der Overworld findet man es auch nur gerade knapp über Bedrock. Also man muss ganz, ganz unten suchen. Das kann man entweder durch Factorization aus Dark Iron Ore gewinnen. Da kann man dann bis zu dreifache Menge war das ja, glaube ich, rauskriegen. Ich glaube schon, ja. War mir zu viel Aufwand. Im Terminal Expansion kann man das verdoppeln. Ich schau mal ganz kurz das Rezept mir von Dark Iron von dem Ohr an. Man kann es also auch den Gregtech-Weg machen, beziehungsweise den IC2-Weg über Crushed. Das Crushed kann man dann nochmal Impure Pile of... Gott. Ja, das zieht sich mal wieder ein bisschen dahin. Ja. Genau. Also gut. Ist ja egal.
Ja, Natürlich. also mit Thermal Expansion können das auch. Das ist die einfachste Variante. Kriegt halt nur die zwei Ingots pro Ohr raus. Aber das soll uns mal reichen. Hätte ich auch gesagt. Ja, und für den Motor brauchen wir pro Reihe zwei Stück. Ein zum. Ne, stimmt gar nicht. Wir brauchen mehr unter Umständen. Wir machen einfach mal ein paar. Machen wir mal 16. Brauche ich neue Augen. Na, wir haben noch Bänder. 42 Dark Iron. Ja, doch, das sollte doch hoffentlich reichen. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Erz da. Sonst her. So. Gehen wir mal runter mit den Dingern. Ich kann dir mal 8 geben. Na, nimm auf. Ja, also. Ups. So, setz die am besten passt. Da sollte der alle durchgehen können. Also du bist pro Reihe dann quasi. Von Ja, oben du brauchst halt füllen. einen, der das reinschiebt. Einen, der es rausholt. Nein, 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 nein. Du brauchst nur Nein? zwei. Zwei Router, einen, der es reinschiebt in die Ah, Reihe und okay. einen, der es rausholt. Okay. Ich habe extra gefragt pro Reihe. Ja, gut. Gut. Ja, zwei pro Reihe. Gut. Ich hänge hier am Kabel oder wie? Naja. Geh mal runter. So. Bei den Electrolyzer brauchen wir aber, glaube ich, mehr. Lass ich mal gerade das Rezept gucken. Nö, da brauchen wir auch nur zwei. Wie viel hast du noch? Vier. Dann setze Stell ich die sie mal mal da oben drauf. drauf. Gut, bin schon dabei. So. Jetzt brauchen wir nämlich erstmal Import- und Exportpässe. Okay. Also pro Reihe wahrscheinlich jeweils einen. Ja, ein Import und ein Export, genau. Acht, acht. Nimm die Precision am besten. Precision, gut. Acht Exportpässe haben wir da, das ist schon mal schön. Und Import haben wir sechs da, dann machen wir uns noch zweimal Import. Wenn das geht, hoffentlich. War vorhin noch wieder so ein Problem mit dem Silikon. Weil das Silikon hat sich auch wieder geändert. Na? Na? Na, es sieht gut aus. Oder hat sich Silikon nicht geändert? Ja. Vielleicht war unsere Maschinerie bloß vorhin ein bisschen durcheinander. Na komm, den einen wirst du wohl noch hinkriegen hier. Komm, brenn den Basic-Prozessor jetzt endlich. Oh, Network Booting. Hast du gerade ein Kabel angeschlossen? Ja. Okay. Brennst du den in dem Ofen? Ja, eigentlich schon. Er kriegt bloß keinen. Dann machen wir das halt von Hand und nehmen den Basic-Prozessor da raus und stopfen ihn da hinten in den Ofen rein. Mein Gott. Komm, mach. Macht nicht. Okay. Nehmen wir den Ofen. Mann, hier ist wieder ein Blitzgewitter. Mag er auch nicht. Dann mögen die wahrscheinlich gerade nicht, die beiden. Das hatte ich vorhin auch schon mal mit dem Silikon. Aber der hier mochte mich.
hakelt gerade auch wieder ein bisschen. Na, du magst auch nicht? Doch. Der ist ja schon fertig. Der war ja schon fertig. Warum machst du denn nicht den Teil? Hast du es nicht geschnallt, ha? Silikon. Gut. Vielleicht ist es abgestürzt. Ja, jetzt hat er gerade Silikon angemäkelt. Jetzt hat er. Weil irgendwie möchte er momentan bei uns kein Silikon craften. Warum auch immer. Ah, egal. Sollen wir nicht gleich noch ein paar Deuterium- und Tritiumzellen oder sowas mitnehmen? Naja, gut. Ja, das brauchen wir eh gleich. Da fehlen sowieso noch ein paar Schritte. Gut. Fangen wir hier hinten an. Nein, hier rein, ja. Ah, hier. So. Okay. Wo möchtest du was haben? Egal, mach wie du willst. Aber gleichmäßig hätte ich gesagt, ne? Herbst. So. So, ihr bleibt mal hier, hier geblieben, bevor du wegläufst. Ich stehe hier. Bei dem hinteren, wo ja, der Export-Bass dran ist, da muss Export-Bass Wasser rein. Nee, der soll ja Wasser zählen. Genau, wieso exportiert er den nicht? Weil er noch nicht am E-Netzwerk hängt? Ach, hängt er eigentlich. Nö. Ah, ne, stimmt, da fehlt ja noch. Okay, ja, machen wir gleich. Genau, gut, okay, ja, stimmt. Der exportiert die Wasserzellen in den Router. Und der Router soll die in die Maschinchen reinschieben. Genau. Und der andere Router, der dahinter steht, den schalten wir auf Extract. Mhm. Aber nicht from und top, der zieht. Ja, oder? Das müssen wir ausprobieren, das weiß ich okay. Nicht ganz genau. Ja. Und dann zieht der Import-Bus die ins AE-Netzwerk. Okay. Jetzt kriegen wir nur ein Problem, wenn die Router, die gehen ja jetzt alle angeschlossen Inventare durch. Mhm. Das heißt, die durchsuchen sich auch gegenseitig. Okay. Das sollen sie ja nicht. Nö, das macht keinen Sinn. Deswegen brauchen wir noch ein Upgrade. Dann bastelst du mal das Upgrade. Ich schau mal ganz kurz, das heißt Maschinen-Upgrade, glaube ich, ne? Dann zeige ich einfach mal ganz kurz das Rezept. Und bau eins, weil hier mal Maschinen. Warte mal. Wie hieß denn das? Ich muss gerade mal gucken. Maschinenfilter heißt es. Ach, Maschinenfilter. Okay. Macht Sinn. Maschinenfilter. Hier, Maschinenfilter. Das ist wieder jede Menge Dark Iron, Redstone Torch, Logic Matrix Identificator. Das ist das. Dabei musst du beachten, um diesen Logic Matrix Identifier herzustellen, brauchst du diesen Logic Matrix Programmer. Genau. Und den findet man nur in Dungeons oder in irgendwelchen Kisten. Den kann man nicht selber craften. Ja, doch, inzwischen kannst du ihn auch selber craften. Doch, tatsächlich. Laut Rezept. Ja, tatsächlich. Das war mal so, dass man den nicht craften konnte. Da bin ich auch drauf reingefallen. Aber wir haben ihn gefunden, insofern. Und man muss dazu sagen, der verbraucht sich ja nicht durch das Rezept. Genau. Der bleibt ja übrig. Bleibt immer da. Den muss man nur einmal finden. Mhm. Dann passt das. Interessant ist natürlich, die Blank Logic Matrix muss man im Crystallizer mit einem Factorization Block mit einem Block of Redstone und Aqua Regia produzieren. Jo. Ja. Wenn man nicht die ganze Factorization Kette an Energie herstellen will, weil man braucht ja, oder man braucht die Turbine da von Factorization. Mhm. Steam Turbine, die kann man auch ganz einfach an Railcraft Boiler anschließen. Dann produziert die auch Strom. Braucht man da nicht extra das Zeug damit zu machen.
Nur so als Hinweis. Kommt gerade. Wieso kriege ich das Rezept jetzt nicht? Ja, das habe ich auch schon mehrfach. Doch, da ist es. Machen wir mal 16. Komm her, Kabel. Kommst du an unserem Netzwerk rum? Ja. Ich habe gerade ein Kabel abgezogen. Gut. Ja, dann spielt der hier nur deswegen. Genau. Weil ich wollte jetzt gerade mal die Import- und Export-Buses alle mal ransetzen und wollte nicht gleich, dass die Maschinen loslegen in irgendeiner Form. Deswegen habe ich sie mal vom Netzwerk so getrennt, dass nichts passieren kann. Hast du fein gemacht. Ja, ne? Manchmal verstehe ich mein Handwerk. Manchmal. Wir machen einfach mal 4. So. Wo bist du? Ja. Aber ich komm zu dir wieder rüber, ich habe ein, zwei Mal die Busse angelegt. Ja, fein. So, halt, ich stehe jetzt im Weg, oder? Nee, tust du nicht. Mit okay. Shift-Rechtsklick, hier hast du mal eins. Oder zwei. Kannst du die einfach da rein decken? Eins, zwei. Und jetzt haben wir den Doppel-Minus-Zeichen da oben, genau. Genau, jetzt klickst du da drauf. Visit all passt und jetzt nehmen wir Electrolyzer GT oder GT Electrolyzer. Und dasselbe hier. GT Electrolyzer, was ja auch der Maschine da unten entspricht. Genau. Und dasselbe. Und machen wir hier. GT Electrolyzer. Warte mal, Moment, hier unten hast du kein extra Netzwerk, oder? Nein. Da hängst du am Hauptnetzwerk, was eigentlich keine Rolle spielt. Das sollte unser Netzwerk doch abkönnen, oder? Ja, aber der soll nur produzieren, wenn es benötigt wird. Deswegen hatte ich vor, dass das hier ein eigenes Netzwerk wird. Also zumindest die Maschinen hier. Dann machen wir doch hier einfach kolorierte Kabel rein, hätte ich gesagt. Dass wir aus dem, was wir hier haben, die Flüssigkeiten rausziehen und das in ein eigenes Netzwerk quasi pumpen. Weil in der Mitte müsste man ja theoretisch noch genügend Saft haben, um noch zwei AI-Maschinen dran zu hängen an die vier Elektrolyzer. Sollte. Ja, hätte ich doch gesagt. Dann machen wir hier einfach drei Kistchen oben hin. Ja, also einfach ein ME-Controller. Ja. Kriegen wir schon irgendwas, ne? Also, du jetzt klemmen einfach mal. Ich weiß nicht, was du abklemmst. Restlichen Maschinen hier. Ja, ich weiß nicht, was da alles dranhängt, weil da hängen nämlich ein paar Tanks zum Beispiel dran da draußen. Ja, stimmt, da draußen hängt ja die Tanks dran. Okay. Ja, deswegen hätte ich die Kabel hier vielleicht koloriert. Halt, habe ich vielleicht sogar eine Spraydose einstecken? Haha, das könnte. Ja, aber da. Ja, dann müssen wir bloß die Querkabel, die wir vielleicht ziehen müssen. Nein, da nicht. Müssen wir bloß andersfarbig machen, dann verbinden die sich nicht. Ja, wir gehen einfach für außen, für die Tanks außen rum irgendwann später. Oh, ich glaube, mein Kleinfarb